In diesem Video will ich ein Quiz vorstellen, mit dem man die Hauptstädte der Länder der Welt erlernen kann. Dazu nutzen wir entweder den Browser Chrome, Opera oder Firefox. Safari und Internet Explorer haben leider Darstellungsprobleme. Also zum Beispiel Firefox. Und hier geben wir dann die Adresse anthrazit.bplaced.org Net ein, Anthrazit mit TH. So. Und hier dann auf Hauptstadtquiz. So. Zurzeit sind 200 Länder von Deutschland anerkannt. Allerdings fehlt hier Nordamerika in dieser Liste. Also nur 198 Staaten. Das reicht aber auch. So. Wir wählen uns mal Ozeanien aus. Genau. Jetzt müssen wir zuerst einmal leider die Größe anpassen, weil ich das Quiz mit den alten HTML Map Area Befehlen programmiert habe. Die Responsive Map Area Befehle haben sich aus verschiedenen Gründen hier nicht empfohlen. Also drücken wir zuerst einmal F11, um den Vollbildmodus zu starten. Und wir können die Größe anpassen, indem wir Steuerung drücken, also Strg. Und das Mausrad drehen oder Steuerung zusammen mit Minus oder zusammen mit Plus. Also Steuerung Plus und wir haben die richtige Größe. Ich finde, es empfiehlt sich, sich eine Richtung zu überlegen, in der man hier vorgehen will. Eine Richtung ist allerdings überhaupt nicht vorgegeben, man kann auch kreuz und quer vorgehen. Also, die Hauptstadt von Palau ist Melekeok. Ist schnell in dieser Liste hier zu finden, da sie alphabetisch geordnet ist. Also Melekeok, dann wieder auf das Land und das ist richtig. Wir haben 10 Punkte bekommen. Melekeok wurde aus der Liste gelöscht und das Land ausgegraut. Okay, die Hauptstadt von Mikronesien ist Palakir. Wieder hier auf den Hauptstadt-Link und dann auf den Start. So. Wenn wir so vorgehen, können wir auch die Lage der Länder nebenbei erlernen, die Lage der Hauptstädte innerhalb dieser Länder und die Flaggen. Die Hauptstadt der Marshallinseln, wenn wir das jetzt zum Beispiel nicht wissen und vermuten, es ist Yaren, dann ist das falsch und wir bekommen 10 Punkte abgezogen. Oder ist es vielleicht Suva, auch falsch, oder Apia. Auch falsch. So, jetzt sind wir insgesamt auch in den Miesen. Und da empfiehlt es sich gegebenenfalls, das ganze Spiel nochmal neu zu starten. Das machen wir mit Steuerung R oder indem wir hier das Aktualisierungssymbol drücken vom Browser. So, dann wurde alles wieder auf 0 gesetzt. Also nochmal. Die Hauptstadt von Palau war Melekeok. Von Mikronesien, Palakir. Zu den Marshallinseln gehört natürlich auch ein Major. Kiribati ist überhaupt nicht im Süden gelegen, die Hauptstadt auch nicht. Trotzdem ist es South Tarawa. Nauru ist ab von allem. Da braucht man Yare, um da hinzukommen. Papua-Neuguinea, ein richtiges Land, hat auch einen richtigen Hafen, den Port Moresby. Die Salomonen, die Leute dort sind sehr ehrenvoll. Honiara, Tuvalu, tja, die Leute haben da viel Fun. Zum Beispiel in der Hauptstadt Funafuti. Die Hauptstadt von Neuseeland ist Wellington. Von Samoa, Apia. Von Tonga, Nuku'alofa. Von Fidschi, Suva und von Vanuatu, Port Vila. Tja, und die Hauptstadt von Australien ist natürlich Canberra. So, dann bekommen wir hier eine Auswertung. Ich habe alles richtig gehabt. Da können wir hier OK drücken und was anderes machen. Oder indem wir auf Abbrechen drücken, kommen wir gleich zum nächsten Kontinent. Und hier müssen wir dann erst einmal wieder die Größe anpassen. Indem wir Steuerung Minus, Steuerung Minus, Steuerung Minus drücken. Nochmal. Ja. So. Und dann können wir hier fortfahren.